Ja, heute bin ich für euch an der Nordsee Jadebusen bei Tossens. Und zwar haben wir hier eine Sturmflut, die erste richtig heftige Sturmflut 2019. Wir haben den 8.1.2019. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran hier. Gibt es gleich auch noch ein paar geilere Aufnahmen. Ich stelle mich gleich nochmal hinten direkt am Deich. Das ist erstmal nur hier jetzt ein kleiner Ausschnitt, weil es nämlich extrem windig ist und regnet wie verrückt draußen. Zeige ich euch erstmal hier einen kleinen Ausschnitt, aber gleich zeige ich euch nochmal das richtige Ausmaß der Überschwemmung. Wer sich hier auskennt, weiß, dass das sonst alles Spielwiese hier ist, beziehungsweise Campingplatz. Also es ist schon derbe, bis 2,50 Meter über normal soll es gehen. So, jetzt geht es den Deich hoch und gleich wird man die heftige Sturmflut sehen. Und wie hoch die Wellen schlagen, ist der Oberhammer. Die schlagen quasi an den Gebäuden vorne an, ran bei der Seenotrettung, und überall hauen die Wellen vorne vor. Ja, hier sieht man das Ausmaß besser. Wirklich heftigst. Und das Wasser steigt noch. Eine Stunde circa jetzt noch. Ich guck mal auf Uhr, nicht mehr ganz. Aber da wird wohl noch ein halber Meter dazukommen. Ja, das ist die Sturmflut hier in Tossens. Guckt euch mal andere Videos an. Gleich kommt noch Fedderwadersiel, dann kommt noch die Nordseelagune und wenn ich schaffe, kommt noch Bremerhaven und Cuxhaven. Wie gesagt, guckt euch mal andere Videos an. Bei der heftigen Sturmflut echt interessant. Wellen schlagen hier knapp 2 Meter hoch ans Land. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz beendet. Wir haben jetzt 14.20 Uhr bis 14.55 Uhr ist Hochwasser. Und dann kommt bestimmt noch mal ein Meter mehr.